Hallo Camperfreunde, willkommen zu einem neuen Video von Ben am Leben mit meinem VW Caddy, der hier gerade steht hinter mir. Den habe ich mir selbst ausgebaut zum Minicamper und heute ist ein besonderer Tag, denn heute zeige ich euch die Roomtour, die schon lange erwartet wird von euch. Seid doch mal gespannt, was ich alles so zeige, wie es aktuell aussieht. Und jetzt fange ich einfach mal an, mal schauen, ob alles so funktioniert. So, ich werde jetzt einfach mal anfangen. Ich weiß nicht wo genau, ich fange einfach mal hinten an mit der Kofferraumklappe. Ich werde jetzt mal aufmachen und euch zeigen, wie es aktuell drin aussieht. Ich finde es auch richtig schön, wenn man sehen kann, in der Sonne spiegelt es. Der blickdichte Vorhang, der mit Magneten festgemacht ist, der sieht genauso aus wie die Wagenfarbe. Das ist richtig genial, wenn man so ranschaut. Also es spiegelt rot wie eine rote Tönungsfolie, passend zur Lackfarbe. Finde ich einfach genial. Voilà. So sieht der Caddy aus. Nicht viel drin, sieht relativ leer aus, aber da passt trotzdem einiges rein. Und ist auch besser so, denn beim Umräumen zum Schlafen, das kann ich später mal zeigen, sonst muss ich immer so viel hin und her räumen. Deshalb habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen, aber ist trotzdem einiges drin. Jetzt fange ich mal an und zwar zeige ich euch mal jetzt hier, was ich so alles jetzt momentan habe mit meinem Ausbau. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfange. Ich fange einfach mal hier auf der linken Seite an. Hier ist ja mein Küchenmodul. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen kann im Licht jetzt. Und zwar ist hier meine Wassertanks drunter. Ich kann mal die Tür aufmachen mit Pushlock. Und dann kann man hier eine Schublade rausfahren, dann fällt die Klappe nicht ganz runter. Und die Schublade kann man auch fixieren mit einem Riegel, damit die nicht zurückrutscht, weil ich stehe jetzt ein bisschen im Hang. Und der Caddy ist halt ein bisschen schräg, deswegen rutscht jetzt alles ein bisschen zurück. Aber ist gut zum Zeigen, hier ist der Riegel, da kann nichts zurückrutschen. Und hier ist noch eine Halterung, das ist eigentlich für einen Besenstiel zum Festmachen an der Wand, nämlich einfach für meinen Duschkopf. Den kann ich dann hier festmachen. Voilà, da kann ich hier den so laufen lassen, meine Füße abwaschen oder je nachdem, was ich will. Und genau, den Duschschlauch, den habe ich hier festgemacht mit einer Schnellkupplung. Ich hole die Kamera am besten mal dichter ran, da sieht man es besser. So genau, hier ist nämlich der Druckluftanschluss, den ich umgebaut habe zum Wasseranschluss. Ist wie bei Druckluft, plus das Gewinde habe ich hier einfach auch den Anschluss hier reingeschraubt in den Schlauch. Und hier ist einfach so ein Winkelanschluss, Druckluftanschluss an der Wand festgeschraubt. Da kann man den Schlauch einfach abnehmen oder einen anderen Schlauch nehmen oder verlängern, was man will. Hier habe ich gerade zufällig so einen Bogen gehabt vom Wasserhahn, habe ich den Duschkopf hier angehangen, genau, damit er hier drin schön verstaut ist. Der wird aufgerollt und dann geht die Klappe zu. Hier ist auch der Wassertank mit 19 Liter, steht auch drauf. Und dahinter ist nochmal einer, also ich habe zweimal 19 Liter Frischwasser. Und Abwasser habe ich keins, also habe ich jetzt auch nicht gebraucht unbedingt in Abwassertank oder ein Waschbecken drin, weil ich ja alles draußen mache und bei schönem Wetter ist es ja eh viel besser als hier drin im Caddy was zu machen. Hier sieht man noch den Schalter für die Pumpe und hier ist noch ein zweiter Zigarettenanzünder, also ein Zusatzzigarettenanzünder, der über die Starterbatterie vom Auto läuft. Also alles hier, die ganze Pumpe, die Elektrik hier auf dem Bereich läuft alles über die Starterbatterie vom Auto, über Zigarettenanzünder, weil hier hinter den Rückwand ist ein eingebauter Zigarettenanzünder, den habe ich gleich genutzt vom Auto. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht den Strom von der Batterie leer saugt, aber zu viel Strom nimmt die Pumpe nicht weg. Und das Licht hier oben ist auch noch über den Starterbatterie, aber ich habe schon alles getestet, ist noch nie leer geworden, die Batterie bis jetzt. Und die LED-Lampen, die halten ja ewig, brauchen wenig Strom. Jetzt schalte ich hier ein, jetzt wird Druck aufgebaut, man hört es auch. Und jetzt kommt hier Wasser raus. Ganz schön langer Strahl. Da kann man das Auto sogar waschen, wenn man den Schlauch verlängert. Genau, und jetzt hole ich mal die Wassertanks raus. Und zwar funktioniert das so. Jetzt nehme ich mal den Duschschlauch weg. Hänge den mal hier oben ein, an den Dämpfer von der Heckklappe. Da kann ich den Schlauch hier abnehmen, weil der muss nämlich weg zum Ausbauen der Tanks. Die Stromversorgung, die ist hier mit einem Stecker, die stecke ich auseinander. Jetzt ist die Pumpe getrennt, die Stromversorgung. Jetzt kann ich den Tank hier rausziehen. Und der Schlauch und die Pumpe geht über den Verschluss rein. Hier ist ein Loch drin. Kann ich mir jetzt mal zeigen. Ich mache mal auf. Und da ist die Pumpe versteckt. Voilà. So sieht's aus. Es tropft zwar ein bisschen,
ganz normale Tauchpumpe. Da kann ich den Kanister jetzt vollfüllen und wieder hinstellen und wieder reintun. Deckel zu. Und hier hinten, wenn man es sehen kann, da hinten ist der zweite Kanister. Habe ich noch nie benutzt bis jetzt. Ich habe auch nicht gebraucht. 19 Liter hat mir völlig gereicht. Aber vielleicht ist es immer gut, ein bisschen mehr dabei zu haben, wenn man mal längere Touren fährt, wo man nicht an Wasser rankommt. Aber bis jetzt hat es immer gereicht. Jetzt tue ich einfach den Kanister wieder rein. Der Schlauch macht da drin so einen kleinen Bogen. Da kann nichts passieren. So, Stecker dran. Alles wieder rein. So, Duschschlauch wieder dran. Das müsste eigentlich wieder funktionieren. Ja, funktioniert. Und was noch interessant ist, das habe ich hinterher erst gemerkt, ich will nicht immer mit der Klappe hier offen duschen, weil hier alles sonst nass wird. Dann habe ich eine Idee gehabt. Ich hänge die mal wieder dran. Ich mache einfach den Duschschlauch weg, mache die Klappe zu und mache den Schlauch hier durchlegen und stecke den wieder an. Und so kann ich alles zumachen und habe hier komplett frei Platz zum Duschen. Und hier, wenn hier was nass wird, wird nicht das Holz nass, sondern hier nur vielleicht der Stoßfänger. Und sonst hat man hier genug Platz, um hier sich zu duschen, Haare waschen, was auch immer, Füße waschen. Ist zusammengerollt. Klappe zu. Das war's. Und zwar, wenn ihr sehen könnt, hier habe ich noch meinen Klapptisch. Die kann man ja hochklappen. Und dann kann man hier eine größere Arbeitsfläche bekommen. Kann ich hier schön arbeiten. Hat mir sehr geholfen. Frühstück machen, alles Mögliche und die Aussicht genießen. Und hier drunter sind meine Brettchen. Sind hier mit der Schraube einfach eingehangen. Zwei Stück. Die kann ich hier fixieren. Die fallen auch nicht raus während der Fahrt, wenn der Tisch runtergeklappt ist. Genau, so sieht es aus. Und hier ist ja der Wasserhahn. Hier habe ich noch mein Utensilien zum Waschen, Geschirr abwaschen. Hier sind noch kleine Behälter für die Seife. Da kann ich eben Seifenspender habe ich hier und Geschirrtuch. Und hier geht jetzt hier oben mein Hängeschrank weiter, der aufgebaut ist auf dem Küchenmodul. Und zwar ist hier noch eine Klappe. Hier ist mein Lebensmittel drin, die schnell verderblich sind. Weil die ich zum Frühstück brauche, sind alle hier unten drin. Und hier ist auch noch was. So Gewürze und so Kleinigkeiten, Süßigkeiten, was man alles so braucht, Soßen. Das habe ich alles hier drin. In dem kleinen Fach. Alles mit Magnete gesichert. Und hier oben habe ich noch ein großes Staufach. Ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist. Ich habe was verändert. Und zwar vorher ging der Schrank nur bis hier. Hier sieht man einen kleinen leichten Strich. Das war hier zu Ende. Ich habe ihn einfach verbreitert. In den letzten Wochen vor dem Urlaub habe ich das geändert. Habe ich jetzt kein Video gemacht. Und das da hinten ist auch neu. Kann ich auch noch zeigen. Und hier sieht man auch, habe ich mit Ben am Leben meinen Schriftzug festgeschraubt. Da sieht man es gleich erkennt, wenn man den Kofferraum aufmacht. Wem der Caddy gehört. Und hier habe ich noch eine kleine Campingleuchte angehangen mit Akku. Also funktioniert alles wunderbar. Und hier oben habe ich Pushlock und hier sind nur zwei Magnete. Und hier unten drunter habe ich noch eine LED-Lampe, die kann ich mal einschalten. Hier hinten ist ein Schalter versteckt. Und die läuft auch über den Starterbatterie vom Auto. Braucht aber nicht viel Strom. Ich glaube nur 4 oder 5 Watt. Genau, das war jetzt erstmal der Küchenmodul. Ich zeige nachher noch im Detail drin, wie es aussieht. Aber so sieht es erstmal von außen aus. Aus. So, hier sind jetzt meine Bretter, die ich hier nur reinlege, wenn ich schlafe. Also die kommen am Tage auch wieder raus, werde ich auch jetzt machen. Habe ich nur reingelegt, um euch zu zeigen, wie es aussieht, wenn ich fahre. Die tue ich jetzt hier raus. Und das eine Brett kann ich auch raustun, aber das lasse ich jetzt drin, weil ich habe festgestellt, das brauche ich nicht unbedingt rausnehmen. Habe hier genug Platz, um alleine zu sitzen. Also da brauche ich das nicht jedes Mal rausnehmen, nur das eine große Brett. Das lege ich dann vorne am Fahrersitz, zwischen den Pedalen und den Sitz lege ich das rein. Da passt das gut rein, das große Brett. Und das kleine lasse ich hier drin. Hier habe ich noch einen Eimer. Das ist eigentlich eine Camping-Toilette. Aber da habe ich so eigentlich mal als Mülleimer oder für Mülltüten und für leere Flaschen und als Müllsack genommen für meinen Müll, den ich später entsorge. Das schiebe ich immer hier hinten rein, dass er gut verstaut. Und hier habe ich nämlich noch ein Staufach mit der Klappe. Und hier sind noch meine
ganzen Sachen, die ich zum Frühstück oder Mittagessen brauche, zum Beispiel Geschirr, Gläser, Tassen, Gläser jetzt nicht, also alles Plastik. Hier zum Beispiel Schälchen und Teller und die habe ich alles hier drunter verstaut und das passt alles locker hier rein. Und da hinten habe ich noch mein Staufach. Das kann ich mal jetzt zeigen. Das ist hier drunter. Und hier sind noch meine Ersatzschuhe. Hier passen drei Paar Schuhe miteinander. Die habe ich da reingestopft, weil da gehe ich so selten ran. Da tue ich nur das rein, was ich selten brauche. Das sind meine Ersatzschuhe, Wanderschuhe drin. Genau, mache ich mal wieder alles zu. Genau, so sieht's aus. Und jetzt kann ich hier natürlich gemütlich sitzen und kann hier drüben arbeiten. Und zwar haben wir hier mein Küchenmodul drin für meinen Gaskocher und für das Geschirr zum Kochen. Das ziehe ich jetzt hier raus. Ich hoffe, das ist drauf auf die Kamera. Ich mache das mal ganz raus. Ich hoffe, man sieht das. Hier habe ich noch einen Hebel. Genau richtig, damit es nicht zurückrutscht, weil jetzt stehe ich am Hang. Ich hoffe, man erkennt alles. Hier habe ich noch meinen Klapptisch. Den kann ich hier hochklappen. Und habe ich eine riesen Arbeitsfläche zum Arbeiten. Und hier habe ich noch meine Klappen. Einmal für die Töpfe und einmal für meinen Gaskocher, der hier drin ist. Genau, so sieht's aus. Hier habe ich jetzt meinen Gaskocher. Die habe ich auch mit Hitzeschutzblechen, also ganz normale Bleche, ringsherum festgemacht, damit das Holz nicht doch mal anfängt zu brennen. Aber passiert normalerweise nicht. Und da habe ich schon einiges gekocht. Funktioniert auch als Windschutz einigermaßen. Und hier habe ich meine Töpfe, Bratpfanne, alles Mögliche drin, was man so braucht. Die großen Sachen halt. Nudelsieb. Passt alles genau auf Millimeter rein. Messbecher habe ich auch. Zitronenpresse sehe ich gerade. Und hier drunter habe ich noch das Besteck. Messer, Gabel, Löffel, Feuerzeug, Flaschenöffner. Das habe ich jetzt einfach so reingelegt. Das hat genau gepasst, das Plastik. Weil ich wollte keine Schublade bauen, da war zu wenig Platz. Da hole ich halt immer so raus und muss wieder rein. Funktioniert auch. Schön gemütlich hier. Und jetzt geht es hier weiter. Und zwar, wie man sehen kann, hier habe ich schon meine Matratzen, aber das zeige ich später nochmal. Mein Bett, wie man das zusammenbaut. Hier habe ich eine Öffnung gemacht. Hier sind auch noch ein paar Ersatzschläuche für meine Wasserversorgung. Da war früher ein Wagenheber drin. Da habe ich jetzt hier ein richtiges großes Staufach. Hier ist noch mein Thermometer. Das rutscht manchmal runter. Hier habe ich noch hier ganz viel Zusatzzubehör zum Kochen. Kochlöffel, was habe ich? Schere habe ich noch, Dosenöffner, Bratenwender, alles was man so braucht. Hier habe ich noch meine Solartaschenlampe, Notfalltaschenlampe mit Kurbel dran. Genau, die wird immer aufgeladen, wenn der Kofferraum offen ist. Hier habe ich noch mein anderes Modul. Und zwar habe ich das hier oben drauf gebaut. Und hier auch mit Pushlock, mit zwei Klappen. Einmal ist hier mein Spiegel. Hier ist so mein Kosmetikzeug, meine Waschtaschen, eine Körperpflege, alles mögliche Rasierer ist hier drin, Wäscheleine, was man alles so braucht. Hier oben habe ich Toilettenpapier, Notfallmedikamente, Erste-Hilfe-Kit, Taschentücher, Pflaster, alles so für Körperpflege und Taschentücher und alles, was man halt so braucht. Und hier ganz oben sind da meine Handtücher drin in den schrägen Fach. Da habe ich die Ersatzhandtücher und die nassen Handtücher hänge ich dann draußen auf. Und dann kann ich die, wenn trocken sind, hier reintun. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich so für die Körperpflege brauche in dem Bereich. Und Gesundheit in dem Bereich. Hier habe ich auch noch ein Staufach hier hinter. Da habe ich auch noch Kleinzeug, zum Beispiel Ersatz, Handtücher, Mikrofasertücher. Alles so ein bisschen verstaut, das Fach geht bis hier rein. Und hier habe ich nochmal einen Zewa-Halter. Für Zewa-Wolle. Die kann man dann hier abrollen. Habe ich selber gebaut, eine Halterung. Und damit die Rolle nicht einfach so rumliegt im Auto. Die habe ich hier festgemacht in der Klammer, sonst rollt sie sich durch den Wind ab oder durch den Fahrtwind, wenn Fenster offen sind. Dann habe ich alles auf dem Bett liegen. So, was ich noch gar nicht gezeigt habe, das ist hier meine Kompressor-Kühlbox. Die hat 40 Liter. Die kann ich später noch mal genauer zeigen und die hat mir sehr geholfen. Bei heißen Temperaturen hätte ich schön kühl.
einzige Nachteil ist, wenn man schläft und die geht an, da wird man leicht wach, weil der Kopf ist von mir immer direkt neben der Kühlbox, ist ein bisschen Nachteil. Da muss ich mir noch was überlegen. Oder ich schalte die nachts aus. Das Gute ist beim VW Caddy, den ich habe, der hat zwei Schiebetüren, rechts und links. Das ist sehr praktisch. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, dass man überall schnell rankommt und lüften kann. Also genial. Kann ich nur jedem empfehlen mit zwei Schiebetüren. Auf jeden Fall mache ich mal die Seite jetzt weiter. Und zwar habe ich hier ein Staufach geschaffen. Also ich habe beide Sitze rausgenommen, also den Doppelsitz und den Einzelsitz hinten. Also habe nur einen Zweisitzer jetzt. Und hier habe ich jetzt mein ganzes Campingzeug. Hier sieht man schon den Schlafsack. Hier habe ich noch meine Kessel, Dampfkessel zum Wasser warm machen. Hier meine Kompressorkühlbox. Kann ich auch was auffüllen, wenn ich rankomme. Kann ich hier was reintun beim Einkaufen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier habe ich meine Stromversorgung auch eingebaut. Hier sieht man schon den Spannungswandler mit 230 Volt und 600 Watt Maximalleistung. Da kann ich drüben meinen Laptop anschließen oder was halt mehr Strom verbraucht, bis 600 Watt. Sieht man auch die Kabel, die hier runtergehen zur Batterie. Kann ich auch gleich mal zeigen. Ich zeige jetzt mal kurz hier drin, wie es hier aussieht. Da habe ich das Gummiband weg. Schlafsack lege ich mal hier hoch. Das mache ich auch so, wenn ich abends schlafe, lege ich den kurz hier rauf und kann dann die Tür zumachen und das Bett vorher aufbauen. Das zeige ich dann später. Und hier habe ich jetzt Staufach, zum Beispiel einen Klapptisch. Hier habe ich noch einen Liegestuhl. Hier habe ich noch meine Ersatzpumpe, Notfallpumpe, Körperpflegezeug, Mückenspray. Mein Windschutz für den Gaskocher für draußen, noch ein Ersatztisch, Campingluftpumpe und alles Mögliche. Ich zeige es mal kurz von dicht da dran. Hier habe ich jetzt alles drin verstaut. Hier ist mein Campingtisch, Liegestuhl, dann noch ein Klapptisch, noch ein paar Kochzusatzzubehör, ein paar Luftmatratzen, noch ein paar Schläuche hier. Gardena-Schläuche, Luftpumpe, ich passe einiges rein. Da hinten habe ich sogar noch eine Isomatte versteckt dahinter, eine Schwimmweste und hier ist nochmal meine Stromversorgung. Hier sieht man schon den Solarregler, der zeigt sogar jetzt an, dass geladen wird. Den habe ich hier eingebaut mit der Sicherung dazwischen und wie das Solar hier reingeht, das zeige ich auch mal gleich. Hier ist nochmal der Spannungswandler bis 600 Watt. Genau. Und dahinter, meinen Sitz, verbirgt sich die Batterie. So, hier habe ich den Sitz mal vorgeschoben. Sieht man meine Lithium-Batterie, die 100 Ampere-Stunden-Batterie. Ganz einfach, nur ein paar Kabel. Zwei Sicherungen habe ich, glaube ich, bloß eingebaut. Eine Sicherung für die Kühlbox, 20 Ampere. Und eine Sicherung für die Verbraucher, mehr nicht. Und dann noch halt den Spannungswandler. Und hier sieht man auch noch eine Sicherung. Das ist die Sicherung für den Spannungswandler mit 60 Ampere. Also 60 mal 12 Volt sind 720 Watt. Dann springt die Sicherung erst an und der Spannungswandler hat ja plus 600 Watt. Genau. Und dahinter sieht man noch die Solarkabel, die roten. Also der rote und der blaue, die gehen hier hinter zum Sitz. Kommen hier raus mit einer Steckverbindung, weil ich das sehen kann. Und dann geht hier ein Kabel weiter. Das Kabel geht dann rüber durch die Scheibe. Da muss ich einen Spalt offen lassen und oben an die Solarzelle. So. Wie man sehen kann, hier sind meine Solarzellen. Ich habe 100 Watt Solarzelle oben drauf geschraubt. Kann ich gleich mal genauer zeigen. Und hier sind die Kabelverbindungen. Die gehen hier rein, durch die Scheibe, zum Solarregler. So habe ich es gelöst. Die kann man auch abstecken und dann wieder reinlegen. Jetzt wird es geladen mit 2,4 Ampere. Eigentlich müsste es mehr sein. Der Solarregler ist halt nicht gerade der beste, ist ein billiger. Normal kann ich bis 5 Ampere laden, wenn die Sonne direkt drauf scheint. Jetzt habe ich 86% Ladung. Da kann ich halt kontrollieren, wie voll die Batterie ist. So, was ich noch gar nicht gezeigt habe, ist hier. Habe ich fast vergessen. Hier ist mein Küchenmodul ja. Und hier drunter habe ich noch mein Bürozeug, Schreibzeug, Notizblöcke, alles, was ich so brauche. Und hier habe ich noch Kleinzeug, meinen kleinen Spannungswandler und ein paar Haken. Bluetooth-Box habe ich hier. Hier ist die Stromversorgung von der Lithium-Batterie, Zigarettenanzünder und einmal USB, also zweimal USB zum Laden. Das ist die einzige Versorgung, die ich habe. Ich habe keine andere von der Batterie. Und dann noch halt Spannungswandler
und Kühlbox. Mehr habe ich nicht, die drei Sachen. Und hier sieht man nochmal einen USB-Anschluss. Und der läuft über die Starterbatterie vom Auto mit Spannungsanzeige. Für das Licht auch. Hier oben für das Licht. Und halt für die Pumpe, für die Starterbatterie. Und da oben habe ich ja alles gezeigt. Da habe ich noch elektrische Fliegenklatsche, die ist immer hilfreich. Zum Fenster verdunkeln, im Karton. Und Kopfkissen, noch ein Kopfkissen. Und hier habe ich noch meine Lichterkette. Die habe ich hier so provisorisch dran gemacht. Mein Vorhang zeige ich später, wenn ich Bett herrichte. Und dann kann ich hier noch LED-Beleuchtung habe ich rangelebt und kann die Vorhänge zuziehen mit Gardena-Schienen. Die habe ich hier festgemacht. Und jetzt nehme ich das hier. Das ist halt ein bisschen unhandlich, aber grob. So sieht's aus. Das Lüftungsgitter kommt jetzt hier reingesetzt. Von der Seite. Problem ist nur, man darf halt nichts zerkratzen. Ist auf 1 Millimeter genau angepasst. So. Schon. Jetzt geht die Scheibe hoch. Muss ja genau schauen, ob das passt. Genau. Zündung aus. So sieht's aus. Hier ist meine Stromversorgung mit Zigarettenanzünder für die Ventilatoren. Und hier habe ich noch die Kabelerweiterung. Zum Laderegler, Solarregler mit einer Sicherung. Und auf der Seite ist das Kabel, das geht dann oben an die Stecker an vom Solarmodul. Jetzt kann ich hier die Drehzahl auch regeln. Schnell oder langsam. Ja, ist ein bisschen schön da zum anschauen, aber der Platz, um das zu verstauen, ist halt schwierig und deshalb habe ich es kaum genutzt. Jetzt kann ich die Drehzahl runtergehen oder wieder hochdrehen und von der Seite sieht es so aus. Ich bin mal so gefahren, aber das ist schwierig. Man sieht nichts im Spiegel, ist glaube ich nicht erlaubt, so zu fahren mit dem Auto. Hier kommt dann die Luft rausgeblasen. Es war gut bei Regenwetter, kommt kein Wasser rein. Ich kann ein bisschen zumachen. Genau. Aber es funktioniert. Falls jemand sowas brauchen könnte, kann ich mir gerne einen Kommentar schreiben. Vielleicht braucht es jemand für seinen Caddy. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr nutzen. So, jetzt kommt das Wichtigste. Und zwar mein Bett, das werde ich jetzt mal aufbauen. Bevor ich das Bett aufbaue, brauche ich natürlich mein Brett, das vorne am Fahrersitz liegt. Das kommt hier rein, sonst kann ich ja nicht schlafen. Und ich muss meine Rucksäcke nach vorne tun. Das kommt wieder hier rein. Genau. Die Handtücher brauche ich jetzt nicht. Die lege ich alles hier oben rein. So, jetzt mache ich es so, das kleine, das kommt hier hin, am Schluss, das da oben drauf liegt, diese Matratze, die kommt dazwischen rein. Die kommt hier rein. Jetzt ist natürlich kein Platz, jetzt schiebe ich einfach alles nach vorne, wichtig ist, die Sitze nach vorne schieben bis zum Ende, aber nicht die Rückenlehne plus die Sitze nach vorne. Dann schiebe ich alles zusammen. Bis nach vorne. So, dann habe ich jetzt hier 1,85 Meter oder 1,90 Meter knapp bis zur Kofferraumklappe zum Schlafen. Ich zeige es mal kurz, wie ich die Decke hinlege. Den Schlafsack werde ich aber jetzt nicht aufbauen, ich lege ihn bloß so hin. So, hier habe ich jetzt meine Decke, so habe ich bis jetzt geschlafen. So habe ich jetzt
knapp 1,85 Meter und 90 und 1,10 Meter ungefähr breit. Hier vorne 1,10 Meter, da hinten 90. Genau, hier ist mein Schlafsack. Da oben mein Kopfkissen. Und das war's schon. Die Decke wird wieder zusammengelegt. So. Ich habe die Decke immer drunter gelegt, weil es ein bisschen zu hart war mit der Originalmatratze. Deshalb nicht wundern, weil ich könnte auch direkt den Schlafsack drauflegen. Aber so ist es ein bisschen weicher. Jetzt werde ich die Matratze, die hintere hier, die mittlere, hier drauflegen. Auf die andere. Die Matratze kommt wieder hier an der Seite. Holzdeckel kommt weg. Das kommt wieder hoch. Genau. Und die Matratze wird wieder ein Stück nach hinten gezogen. Bis zum Anfang der anderen Matratze. Da habe ich vorne genug Platz, jetzt Sitze wieder zurückzuschieben. Meine rote pflegdichter Vorhang mit den Magneten, die eingenäht sind, hat Sebastian, seine Frau, ihr kennt Sebastian mit seinem Minicamper, auch sein VW Caddy, hat das für mich genäht und das ist richtig schön geworden und passt auch zur Wagenfarbe von außen, habe ich ja gezeigt Anfang des Videos. Und die kann man hier überall richtig schön ausrichten, die Magnete. Und dann ist komplett blickdicht, kann niemand reingucken, kein Licht kommt raus nachts und hat man seine Ruhe beim Autofahren. So, Camperfreunde, ich bin wieder abfahrbereit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen bei diesem Video. Ich habe so viel erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber sonst erinnert mich dran, schreibt einen Kommentar. Vielleicht zeige ich nochmal im nächsten Video, was ich vergessen haben könnte. Auf jeden Fall bin ich so zufrieden mit dem Ausbau, passt soweit alles. Nur ein paar Kleinigkeiten, habt ihr gemerkt, mussten noch geändert werden. Aber es ist halt immer so, man wird nie fertig richtig, immer da und da ist was zu tun, was zu ändern. Auf jeden Fall werde ich jetzt weiterfahren und noch den schönen Sommer hier genießen. Und dann, in dem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.